Martin Antschitschka. Ich spiele schon immer beim ÖVR und der hat damals beim ÖVR wieder angefangen. Also 27 hat er gehabt. Ja, und der war auch Verteidiger und der auf den, also, den habe ich halt immer bewundert und der war schon immer mein Idol, bis heute eigentlich noch. Die U18-Weltmeisterschaft in Finnland damals mit den 96ern. Weil wir, da sind wir zwar auch in die Relegation gekommen, aber haben dann, sind dann nicht abgestiegen, sondern sind in der AWM drin geblieben. Und das war mein größter Erfolg, sage ich jetzt mal. Also ich höre von Al Pacino, also ich höre Musik vom Spiel. Das ist von Al Pacino die Ansprache in der Kabine von den Footballspielern. Und das ist mein Ritual, das höre ich vor jedem Spiel. 97, das ist mein Geburtsjahr. Die wollte ich schon immer spielen und die hoffe ich, dass ich die so lang spielen kann wie möglich. Also schwierige Frage. Es gibt ja Timo Pielmeier ist der beste Spieler auf der ganzen Welt. Nee, keine Ahnung. Es gibt viele. Also wenn man NHL anschaut, ich kann jetzt keinen direkt nennen. Hartz-IV-Empfänger. Nein, keine Ahnung. Nee, ich habe da keine Ahnung. Ich denke eigentlich nur ins Eishockey. Ich habe jetzt noch die 11. Klasse in der FOS fertig gemacht. Mache jetzt die 12. online und dann mal schauen, was da jetzt alles sich so ergibt.